Deutsche Truppen rücken auf der ganzen Front nach Frankreich ein. Die Franzosen reagieren mit verzweifelten Truppenverlegungen. In ihrem Abschnitt der Front wird ein französischer Panzerkonvoi auf dem Weg nach Süden erwartet. Diese Panzer müssen aufgehalten werden. Ach, sehr schön. Eine unserer Aufklärungseinheiten hat es nicht genau vor die Rohre feindlicher Pax zu geraten. Aber das gibt uns die Gelegenheit, die Franzosen mit ihren eigenen Waffen zu schlagen. Das ist wunderschön. Zur Verfügung stehen Ihnen ausschließlich eine Einheit Fallschirmjäger. Landen Sie diese dort, wo Sie die feindlichen Pax vermuten. Wundervoll. Und erobern Sie diese. Einfach wundervoll. Verminen Sie auch den Fehler? Gründlich und warten Sie auf den französischen Panzerkonvoi. Lassen Sie die Panzer sicher über die Brücke kommen. Ich sag gleich was dazu. Wir wollen sie schließlich alle vernichten und nicht auf der anderen Flussseite zurücklassen. Kurz, Pax mit Fallschirmjägern erobern, Straße verminen, Panzer vernichten. So, und damit willkommen zu Sunstrike in der deutschen Kampagne. Ihr habt's gehört, das war das falsche Missionsbriefing. Würde mich gern interessieren, war das bei euch auch so? Ist es ein Fehler aus dem Standardspiel oder ist jetzt bei mir hier was irgendwas durcheinander gekommen? Ich meine, das macht jetzt in diesem Kontext jetzt nicht so viel aus, ist aber ein bisschen mal lustig. Also, dann gucken wir uns selber den Text oben an, was wir denn jetzt tun sollen. Unser schnelles Vordringen hat den Feind kalt erwischt. Die Waffenfabriken im Westen des Flusses sind noch intakt und warten nur darauf, erobert zu werden. Sobald diese Fabriken in unserer Hand sind, wird die Produktion für uns laufen. Vorausgesetzt natürlich, die Fabriken bleiben intakt. Wenn es gelingt, auch die Fabrik im Norden intakt einzunehmen, dann können wir sogar eigene Katjuschas herstellen. Der Feind wird alles in die Schlacht werfen, was ihm zur Verfügung steht. Erst die Zerstörung des Munitionslagers im Osten wird unseren Sieg sichern. Kurz, Fabriken erobern, Munitionslager zerstören. Okay, das heißt, wir bekommen Produktion, wenn wir sie halten können. Na dann? So, dann sind wir doch mal hier und gucken, wie wir das alles machen. Wir wissen jetzt lustigerweise, wie wir das Spiel schnell gewinnen können. Denn es gibt hier einen Bug. Wir könnten hier die hier ausladen, was wir jetzt nicht tun. Ernsthaft. Und hier drauf schießen. Und dann hätten wir das Munitionslager bzw. die intakten Fabriken. Wird das Missionsziel erreicht? Das müssen wir zerstören und die anderen sind nur Mittel zum Zweck. Allerdings, das wäre ja witzlos, oder? Das wäre ja nicht Sinn der Mission. Also ja, es wäre lustig, aber das würde sich für mich anfühlen wie Cheaten. Aber wenn ihr selber spielen wollt oder einen Speedrun machen wollt, danke Münchner Kindle für den Hinweis, ausladen und hier einfach alles in die Luft sprengen. So einfach ist das. Ich verstehe auch nicht, wieso wir jetzt hier die kontrollieren. Das macht keinen Sinn. Warum kontrollieren wir hier russische Einheiten? Ziel ist die Zerstörung dieses Munitionslagers hier. Bitte einfach mal ins Gebäude fliehen. Und tschüss. Ganz ehrlich, ich glaube, die haben das einfach... Das ist doch ein Fehler. Macht ja keinen Sinn. Gut, dann lassen wir die jetzt halt hier kämpfen. Ja, das macht keinen Sinn so. Also, kommen wir wieder zu den Tatsachen. Wir haben hier ein bisschen was. Aber wir haben die wunderschönen... Wir haben mehrere Sechsfachwerfer. Sehr schön, sehr schön. Was wir nicht haben, sind Munitions-LKWs. Also, wir, die eroberte, intakte Fabriken produzieren für uns. Also. Das ist der Fluss. Darüber endet mit Aua. Das ist klar. Hier ist eine Fabrik. Eine große. Und hier. Fluss, Fluss, Fluss. Kleine Furtübergang, Straße, Fluss, 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 Fluss.
eigentlich ist das hier komplette Zeitverschwendung damit. Was sollen wir hier? Wir wollen ja dahin. Das heißt, wir wollen irgendwie diese Fabrik hier erreichen. Hier durch den, hier unten rum wahrscheinlich, ganz am Kartenrand, würde ich jetzt mal vorschlagen. Denn ich finde, Kartenrand hilft auch immer, das reduziert die Komplexität, weil ja ist auf der Metaebene gesagt, man ja nur eine Flanke weniger beachten muss. Und dann hier rein, weil hier wird, das sieht sehr offensichtlich aus, dass hier viel, viel Böses steht. Hier sieht es weniger schlimm aus. Dafür sind hier zwei Türme, aber das kriegen wir geregelt. Von dort können wir theoretisch auch am Rand entlang hierher und dann die nächste Fabrik rein. Und von dort müssen wir mal gucken, wie wir darüber kommen. Darüber können wir uns dann den Kopf zerbrechen. Ja. Also, wir haben Aufklärer, wir haben Fallschirmjäger und wir haben Nachschub. Einheit bereit. Motor ab. Erstmal alles so ein bisschen nach hinten. Die hier mal anhängen. Und wir haben einen Scharfschützen. Zwei, sogar mehrere sogar. Ja, ist denn heute schon Weihnachten oder was? Uns fehlt sogar noch der ein oder andere LKW, um... Ah, die können auch so laufen. Okay, das macht natürlich die Sache etwas leichter. Na komm, nimm die da dran. Und dann versuchen wir uns da mal möglichst nah ranzuschleichen. Also, das hilft natürlich enorm. Wenn wir da mit schönen Scharfschützen auch arbeiten können, die auch voll Erfahrung haben. Okay, ich möchte mich nicht beschweren. Scharfschützen sollten in dem Spiel immer im Zweierteam arbeiten. Sehr schön, da kommt noch ein bisschen Verstärkung. Warum kam die jetzt eigentlich? Das verstehe ich jetzt nicht ganz. Wieso ist die jetzt so getriggert? Welchen Sinn hatte es, die erst, oh mein Gott, die erst jetzt erscheinen zu lassen, oh mein Gott. Hätte man doch gleich am Anfang hier hinstellen können. Naja. Egal. Bitte bereitstellen hier zwei Scharfschützen, zwei Tiger, ein Motorrad. Wenn man schon hier eine Pack, ein Werfer, genau. Das ist ganz okay so dann. Oh, bitte kommt hierher. Und dann müssen wir uns mal sortieren, was hier dann noch so... So einer dahin. Dann werden wir doch vielleicht eine Verteidigungsstellung im Wald beziehen müssen. Na, erstmal, nee, erstmal müssen wir mit dem Motorrad so weit wie möglich vor. Und gucken, wo wir auf Widerstand stoßen. So, Motorrad... Na doch, da feuern. Wir wollen uns da ja am Rand vorarbeiten. Los, los, los. Oh, 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 oh. Los, los, los. Der fährt dort Patrouille, oder? Einheit bereit. Also, sofort vorziehen. Hier ist der Sechsfachwerfer. Der etwas hinten dran. Die zwei Tiger kommen. Hier ist noch ein Sechsfachwerfer. Den will ich jetzt gerade hier nicht. Dann hätte ich da gern noch ein Geschütz. Denn Geschütze haben relativ gute Reichweite. So. Ein Scharfschütze. So und einer so. Scharfschütze. Ein Scharfschütze, ne? So. Die sind alle angehängt. Die sind dann noch unterwegs. Dann warten wir mal kurz. Ich hoffe mal auf Panzervorhier-Patrouille. Klar, wir könnten dann... Wenn wir die Fabriken haben, dann müssen wir definitiv beide Brücken besetzen, oder? Müssen wir das überhaupt? Nee, eigentlich nicht, wenn wir angeblich diese Katyushas haben. Muss mal gucken. Erstmal brauchen wir eine Fabrik, damit wir überhaupt Material bekommen. Wir können aber... Nein, wir können nicht. Wir haben keine Munition. Also was der Nachschub angeht, deshalb möchte ich diese Brücken noch nicht zerstören, weil sonst würde ich sofort
gucken, dass die Brücken weg sind, die wir erreichen können. Also. So, bitte die Infanteristen hier raus. Die sind da unterwegs. Und die alle hier, die wir jetzt mal zusammenfassen. Als Trupp 3. Mal auch da. Schön hier in die Ecke. Also. Motorrad fährt wieder Patrouille. Da sind die. Oh! Das waren Infanteristen, weswegen er gesehen wurde. 100 Pro. Oder was heißt 100 Pro? Bin ich mir relativ sicher. Nicht 100 Pro. Oh. Dann ihr bitte auch hier ausladen. Ihr geht hier in Bereitschaft. War das jetzt ein guter Tausch? Motorrad gegen Panzer? Das Motorrad ist halt unser Auge. Zeig dich. Das ist doch ein Panzer. Oder war er dort? Ja, wir dürfen da nicht uns hochlocken lassen. Okay, da war einer. Tiger, rück nach. Pack anhängen und sofort die Lücke hier sichern. Ich hätte gern die Pack hier mit einem Trupp und der Offizier. Bisschen zurück hier. War noch ein Offizier, da war noch einer da. Hier, das steht erstmal hier in Bereitschaft. Die stehen gefährlich nah außen. Das wollen wir nicht. Ja gut. Jetzt ändert sich die Mathematik. Oh, jetzt sehen wir ihn. Jetzt ändert sich die Mathematik, Leute. Jetzt haben wir ja was. Also. Was bist du hier? Ein Spähpanzer, okay. Uiuiui, also. Hier ist unser Platz, anscheinend. Das heißt, wir können versuchen, diesen Geschützen die Brücke jetzt doch zu zerstören. Ladet mal alle aus. Bitte die Geschütze hier verteilen. Ich möchte hier so eine Art Perimeterverteidigung haben hier. Damit dieser Platz hier, falls irgendwas kommt, halbwegs gesichert ist. So. Liebes Geschütz, du musst noch versetzt werden. Also, ihr zwei zerstört das hier. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Da wir jetzt Nachschub haben, möchte ich alles hier draufsetzen. Geht jetzt eine Weile. So, jetzt können wir auch gucken, wo können wir Pontonbrücken bauen. Holla die Waldfee. Ah. Das freut mich jetzt eigentlich nicht. Das bedeutet, dass der Gegner das halt auch machen kann, ne? Wir wissen jetzt halt nicht, wie viel wir bekommen. Macht es jetzt halt Sinn, mich da zu verkünsteln? Die Elite-Soldaten sollten mal hier diese Flanke sichern dann. Also. Dann haben wir wieder so ein schönes Motorrad. Und diese Fahrzeuge hier. Und die helfen mal hier aus. Und ihr steht auch defensiver. Schön verteilen. Wir hören die Einschläge, das ist schon gut. Die auch teils daneben gehen, aber es gehört halt dazu. Ah! Das war doch klar, oder? Da ist jemand hier.
Aber wir kamen noch unerkannt rein. Das ist unser wichtiges Frühwarnsystem. Gut. Zwischenzeitlich ganz woanders hier. Wir wollen hier weiter vor. Und wir können schon diese Haubitzen hier schön in Stellung bringen. Wow, 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 du fährst nicht da vorne rum. Ich glaube, dass du erst so, so, so. Das spinnt doch. Oh, die Feldhaubitze, die möchte ich bitte auch hier haben. Und dafür muss der hier wegfahren. So. Also. Die ziehen sich vor. Ah, die wollten wir auch noch ausladen. Schön ausschwärmen. Gut. Hier möchte ich auch lieber absichern. Da müssen wir fast aber... Das ist alles eine Falle hier oben. Da kann man sich so verkünsteln hier oben. Ein ganzen Zeugs, wo wir nicht hin sollen. Warte, wir müssen intakte Fabriken. Okay, die anderen produzieren auch. Das produziert dann auch. Verstehe. Aber wir müssen im Kern nur hier hin. Wo war es denn hier? Ja. Oder? Munitionslager zerstören. Ja, genau. Ich glaube, wir verlieren da. Und drauf an, was wir bekommen, mehr als das wir zubekommen. Das ist halt so der Punkt. Herr Oberst? Los, los, los. So, bitte mach jetzt auch die Brücke kaputt. Wahrscheinlich steht die schon gar nicht mehr, aber wir sehen es halt nicht. Deshalb gehen wir auf Nummer sicher. Los, jetzt geht es los mit der Aufklärungsfahrt. Halt und vorher... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sogar. Hier ist wieder Stau. Okay, wie machen wir das? Weg hier mit euch. Jetzt kommen die. Und zweite Haubitze macht dann das andere Ding da weg. So, der Tiger kommt mal bitte mit. Ich hätte gerne einen da vorne. Ich noch mehr, so auch hier vor. So, zweite Haubitze. Und Versorger. Auch sehr wichtig da vorne. Alles klar. Denn diese Türme, die sind sehr gefährlich. Die machen viel zu viel Sichtweite für den Feind, wenn man die einfach so im Leben lässt. Sechsfachwerfer bitte auch mit vor. Und dann brauchen wir noch. Wo ist denn jetzt? Wir hatten doch noch einen Versorger hier. Hier stehen zwei mit einem kleinen Grafikfehler, aber ist okay. Hier steht einer. Das sollte jetzt aber besser bitte gut gehen. Da, ich habe ihn gefunden. Und hier ist auch einer. So. Ihr hier erstmal den raus. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12. Einfach genügend draufhauen. Das ist wunderschön. So eine defensiv positionierte Sache. Na, komm, hilf den hier. So muss man doch sagen, muss ich da schon den ein oder anderen noch mal bereitlegen, der da defensiv steht. So, hier auch ein Geschütz. Sind wir lieber nicht so arrogant und gehen hier auch überall in defensive Stellungen. Für alle Fälle. So. Hier sieht's ruhig aus. Okay, wir haben uns erstmal informiert. Ja,
Jetzt können wir mal eine Aufklärungsfahrt starten, ob da noch was steht. Ja. Was macht denn? Naja, immerhin haben wir da geballte Feuerkraft stehen. Heilt er sich oder? Nein, der schafft's nicht. Ah, schnell, 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 schnell. Rette ihn. Rette ihn. So, aber jetzt ist was Schönes passiert. Wir haben Sichtkontakt. Das bedeutet, die können hier nachrücken. Da können auch ein, zwei Tiger vor. Die Scharfschützen können sich positionieren. Das ist gar keine so üble Verteidigungsstrategie, diese tollen Werfer. Sehr schön. Motorrädel, guck mal. Hat doch alles geklappt. Ah, shit. Jetzt ist mir doch mal ein böses Wort rausgerutscht. Tut mir leid. Ah, das hat mich jetzt nämlich wirklich geärgert. Okay, nun gut. So, diese zwei Geschütze. Bitte erstmal dieses Geschütz hier, dessen Existenz beenden. Erstmal Befehle aufheben und jetzt. Bereit zum Los, los, los! Bereit zum Angriff! LKW bereit! Das muss dringend aufgeladen werden. Die sind sehr, sehr, sehr wichtig für die Verteidigung. Sind unsere Lebensversicherung, wenn man so will. In der Zwischenzeit kann man auch mal die LKWs ausladen. Denn das ist nicht so lustig, wenn die da beladen stehen und dann schlägt eine Granate ein. Gut. Los, los, los! Ja. Oh, das kommt aus dem Haus. Über da. Okay. Bereit zum Angriff. Hier ist der Scharfschütze. Der holt dich jetzt. Ja. Der deutsche Offizier rückt nach. Der Offizier hier auch. Schön auf Sichtweite gehen. Wissen wir nicht, ob die Gebäude besetzt sind. Aber ich würde mal sagen, ja. Es sind auch Offiziere. Nicht Offiziere, Scharfschützen. Scharfschützen sind sehr schöne Einheiten hier. Das Ding ist, was zählt jetzt hier als Fabrik? Und was davon dürfen wir zerstören? Nicht, dass wir das ganze Zeug auseinandernehmen und schaden uns eigentlich mehr damit, als dass es uns nützt. Also, diese Türme können weg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ist hier sonst noch einer? Nein. Dann 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Und dann war es das auch mit der Munition. Dann ist die alle verplant. Kann man so grob sagen. Ja, das ist doch erstmal ein solider Anfang. Wir brauchen uns jetzt nicht übermäßig beschweren oder so. So, jetzt kommt das schöne Scharfschützenteam zum Einsatz. Die versuchen auf die andere Seite rüberzukommen. So, und ein Reservetiger kommt auch noch hier. Ihr dreht mal eure Rohre in die Richtung und die Richtung. Und du hier in die. Oh, das passt. Sehr gut. Uhu.
Sehr schön. Sehr wohl, Herr Oberst. Nehmt den raus. Sehr schön. Scharfschütze macht einfach Spaß. Und sieht gut. Vor allem, und das meinte ich, was halt richtig schön ist, wenn man die im Tandem benutzt. Denn wenn man eine Einheit bewegt, dann verliert die so ein ganz kleines Feld an Sichtweite, bis sie sich wieder irgendwo hinstellt. Im Moment wartet, dann sieht sie weiter. Ist beim Offizier auch natürlich ausgeprägter. Nochmal. Wenn man dann Scharfschützen zu zweit hat, dann kann immer einer sozusagen sichern und Sichtweite generieren. Und der andere kann ein Stückchen vorlaufen. Und dann noch mehr Sichtweite generieren und dann können wieder beide feuern. Also, du guckst mal, ob wir da vorlaufen können, ohne Risiko. Und der Tiger kommt mal jetzt auch hier hin. Und dann müssen wir einen der Tiger auch nach und zwei nachziehen. So, fahrt so, so, so und dann so. So. Okay, davor. Gut, gut. Was? Sie haben noch 5 Minuten Zeit, um alle feindlichen Einheiten in der Fabrik zu eliminieren. Erst dann beginnt die Produktion. Okay. Also Druck. Oh Mann. Los, schnell hier rein. Oh Mann, 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 Mann. Ich mag keinen Zeitdruck. Missionen mit Zeitdruck sind mir ein Graus. So. Nächstes Gebäude. Sechsfachwerfer bereit. Komm sofort hierher. Bereit zum Angriff. Geht mal hier in Stellung. Eieiei, das machen die uns hier noch Druck. Da, ja gut, war klar, dass dort welche kommen. Schieß. Wir haben einen Tiger zur Party eingeladen. Ich hoffe, das stört euch nicht. So, raus mit dir. Nächstes Gebäude rein. Die Scharfschützen hier, die stehen gut. Der bringt hier immer wieder... Ah, hier. Gut, dass wir die Brücke gesprengt haben. Herr Oberst. Aber da können wir jetzt gar nichts dagegen machen. Okay, es hätte schlimmer sein können. Es hätte noch schlimmer sein können. Aber es war schlimm genug. Hier, also... Artillerie ist bereit. Vielleicht erwischen wir sie. Katjuscha steht hier. Wenn wir jetzt das komplette Munitionsvorrätle hier verschießen, ist mir egal. Was sind die haben? Einheit bereit. Weiter geht's. So. Mach das Ding weg. So, schieß. Schieß da drauf. Oh. Naja. Ah. Druck, Druck. Versetzen. Keine Munition. Ha. Oh.
Boah, stürmen. Ja, auch. Jetzt müssen wir das hier holen. Kurz nochmal. Einmal noch hier anstrengen. Sehr gut, sehr gut. Nochmal hier auf den Bunker. Ein paar Schüsse. Da ist jemand. Ah. Dann mach den hier weg. Komm schon, komm schon, komm schon. So, ab ins Gebäude mit dir. Ab ins Gebäude. Ins Gebäude. Besetzen. Du gehst da rein. Wir sollten es haben, wir sollten es haben. Aber machen wir das so schnell. Komm. So. Ja. Und jetzt schön ausschwärmen, gucken, wo hier irgendwas ist. Wir sollten es eigentlich haben. Los, los, los! Bereit zum Angriff. Was ist das für ein Trigger? Check da dann, ob wir es erobert haben, ob wir. Hier ist niemand, hier ist niemand, hier ist niemand, hier ist niemand. Hier kann niemand sein. Wir sollten es eigentlich haben. Und da unten ist eigentlich auch niemand. Wie ist das jetzt? Hm. Hier ist die nächste Fabrik, dasselbe Spiel dort. Na, gucken wir mal kurz jetzt. Also eigentlich sollte das jetzt doch zählen, oder? Schön verteilen. Das steht auch gut. Müssen ja einen Defensivparameter aufbauen. Und das Feldgeschütz kann auch noch hier drehen. So, schön ins Gebäude rein. Also eigentlich sollte es das gewesen sein. Hier. Da wollten die noch vorbeigucken, hä? Da wollten die uns noch ärgern. Da ist auch der Fluss. Ne, hier ist ein kleiner. Uah! Ja, jetzt kommt der Gegenangriff der Russen. Jetzt kommt was. Jetzt kommt der. Den müssen wir bestimmt erst noch abfangen. Okay. Vorher werden wir hier nichts produzieren dürfen. Okay, bitte. Was macht die Pack hier? Steht euch dahin. Wir sind hier an sich gut aufgestellt, oder? Ja, das ist auch. Ja, ja, das passt, das passt. Ja, und. Wie muss ich das jetzt verstehen? Wo kommt jetzt. Ach, das war jetzt schon die Produktion. Vermute ich jetzt gerade so. Ja, jetzt wird hier produziert. Oh, wir haben es geschafft. So, dann natürlich sofort die Pack erstmal hier hinstellen. Ah. Ist jetzt interessant. Sehr gut. Das ist jetzt sehr gut. Das heißt, wir können jetzt überlegen, ob wir weiter hier vorstoßen zur nächsten Fabrik. Und dann. Oh, die Ortschaft ist auf einem Hügel, da geht über die Ortschaft. Und wie wir dann auf das andere Ding da kommen, wir müssen hierher. Lass mal ganz kurz nochmal abklären. Neue Befehle? Wir können Pontonbrücken. Ah. Das ist der östliche Zugang, da ist die Stadt.
Oh Leute, das wird lustig. Die Stadt hat hier diese Anhöhe. Die müssen wir dann mit den Sechsfachwerfern demolieren, nachdem wir das erobert haben, dann hier die Stadt eindrücken. Da müssen wir tatsächlich diese Linie hier komplett besetzen. Einfach um an der Flanke gesichert zu sein. Aber das ist eine Aufgabe für die nächste Folge. Bis denne.